Hallo Leute! Der Fahrradsalon existiert nicht mehr, aber was ich mir nicht verkneifen kann, ist ein kleines Video zu machen für euch, und zwar das Beute-Heute-Video. Ich gehe ja nach wie vor sehr gerne in Trödelmärkte, Flohmärkte oder eben auch in Trödelläden und schaue da immer, was ich bekommen kann. So, heute habe ich bekommen dieses kleine Objekt. Das ist ein Taschenmesser, ja, unschwer zu erkennen. Es ist wirklich klein. Ja. Es ist von der Firma ja, da steht nur Solingen, aber der Baum verrät Böker. Ne? Ja, und das wollte ich euch einmal zeigen. Da kommt die Familie nach Hause, ja, so ist das. Dann habe ich noch bekommen dieses wunderbare nostalgische Objekt, und zwar ein Sony Walkman DD. Den zeige ich euch auch gleich nochmal näher. So, hier erstmal das Messer in voller Pracht. So, da steht Böker. Wunderbar. Ich liebe es. Wunderschöne kleine Messer. Herrlich. Damit kann man arbeiten. Und jetzt gleich der Walkman, den packen wir auch noch mal aus. Ja, so sieht er aus. Ja. Leider ohne Kopfhörer, weil der Zustand scheint eigentlich ganz gut zu sein. Wir haben vorhin mal eine Batterie reingemacht, der hat nicht funktioniert. Aber gucken wir mal. Also der Zustand ist eigentlich tippitoppi. Ne? Batteriefach ist auch sauber, da ist nichts irgendwie kaputt, ausgelaufen etc. WM-DD1. Ja. Schau ich mir den gleich nochmal an, mit einer Batterie von mir. Vielleicht lag es ja auch an den Batterien, vielleicht waren die auch schon so alt. Die Eigenart bei diesem Walkman besteht darin, dass man das Batteriefach hier hinter dem Kassetten, hinter der Kassettenklappe hat. Also wer dann außen sucht, wird nicht fündig werden. Zack, da ist es. Und wie gesagt, total sauber. Also da ist nichts ausgelaufen oder so. Eigentlich müsste er funktionieren, aber die Riemen sind meistens durch. Das ist natürlich die Macke bei den alten Teilen. Ne? Da machen wir mal eine Batterie rein, dann machen wir mal noch eine Batterie rein. War nicht einhändig hier. Zack. Dann machen wir die Klappe wieder zu. Eigentlich bräuchte man jetzt noch eine Kassette, ne? Hat mal jemand eine Kassette für mich? Ja, ich glaube ich. Wunderbar. Ich war noch da in diesem Karton. Tada! Tada! Der blinde Hellseher, TKKG. Schauen wir mal, was die bringt. Ich kenne TKKG. Guck mal, so wenig TKKG, was? Aber selbst hiermit, da passiert nichts. Tada! Tja. Leider. Klappt. Da. Nix. Jetzt kommt meine Tochter mit ihrem Super Walkman an. Die hat nämlich auch so einen tollen Walkman. Ja. Also irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein mit dem Gerät. Das funktioniert nicht. Ja, irgendwas ist schade. Muss man erstmal schauen, also irgendeine Kontaktschwierigkeit hat er wahrscheinlich oder so, aber der Tonkopf und alles sieht aus wie neu. Also da ist nichts passiert mit. Ja, so ist es, wenn man eine Sache ewig nicht benutzt, ja, oder nie benutzt, dann selbst dann können die kaputt gehen sozusagen, ne? Und die Gummis sind ja sowieso durch. Da drin die Riemen, ist ja ein Riemenantrieb, der ist meistens kaputt. Na, ich glaube, so oft wie jetzt gerade wurde der noch nie in seinem ganzen, in seiner ganzen Existenz, der gute Walkman, auf und zu gemacht. Also, wie gesagt, gehe mal davon aus, der ist einfach noch nie verwendet worden oder wenn, dann sehr, sehr selten. Auch die Schraubenköpfe sehen noch jungfräulich aus, also da war noch kein Mensch dran, hat sich daran versucht, das aufzuschrauben. Auch ich werde es lassen. Definitiv, da dreht was drin. Das kann man hören, wenn man die Batterie so ein bisschen drückt. Also es sind so leichte Kontaktschwierigkeiten und der Riemen wird durch sein, so wie immer. Wenn ich mal dann viel Langeweile habe,
Dann werde ich das mal auseinandernehmen und den Riemen-Set tauschen, weil die gibt es mittlerweile, diese Riemen-Sets wieder einzeln zu kaufen. Ja, weil das ist natürlich ja, Retro, ne? Und deswegen werden auch wieder diese Ersatzteile hergestellt oder für diese ganzen Riemengeräte, diese alten, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, aber eben wunderschön anzuschauen, auch von der Haptik, einfach, das ist einfach toll. Allein schon die Idee, die Sony dann hatte, halt mit als erstes, ne, mit diesen Schutzhüllen und diese Schutzhüllen mit dieser Gürtelhalterung, hier ist er noch dran, auch Made in Japan, schön. Und dann diese Smart-Bedienung oben drauf sozusagen, dass du durch diese Schutzhülle, durch das Gerät bedienen kannst. Du musstest es dann nicht mehr rausnehmen und Knöpfe drücken, sondern du hast es eben durch diese weiche Hülle sowieso drücken können, aber dann eben noch zusätzlich mit dieser genialen Beschriftung. Also das war damals neu, das war neumodisch, das war ein Ding, ne? Also man wusste genau, wo man drücken muss, wo man sozusagen dann vorspult und abspielt und stoppt, ohne das Gerät aus der Tasche zu nehmen. Irre, war toll. Das war eine Innovation, ne? Davor, die Hüllen hatten Löcher, aber durch diese Löcher ist ja dann auch wiederum Schmutz etc. gekommen. Und das war hier diese sozusagen erste Hülle, die das eben so nicht hatte. Also das war ja auch wieder so eine kleine Innovation von Sony. Schönes Ding, schönes Gerät. Was ich sagen wollte, ist natürlich der Preis, was ich bezahlt habe für die beiden Sachen. Also, ich habe für diesen wunderschönen Sony Walkman DD1 in ungetestetem Zustand natürlich, also auf Verdacht, habe ich 5 Euro bezahlt. Das ist sehr günstig. Ja. Also das ist auch, das kann man dann halt immer ausgeben, dann landen die halt irgendwann bei mir in der großen Kiste drin und ja, werden dann irgendwann mal bearbeitet, wenn ich Rentner bin. Für dieses einwandfreie, sehr schöne, filigrane, kleine, handliche Taschenmesser, also wirklich ein kleines, schönes, schmales Taschenmesser, fürs wirklich in diese kleine Tasche, in diese, die man bei der Jeans hat, sogar reinpassen würde, weil es ist wirklich nicht lang, ja, habe ich bezahlt 3 Euro. Ja, das sind dann so Sachen, das macht dann halt Spaß. Worauf man achten muss, ist Folgendes. Ja, gerne werden die Klingen mal totgeschliffen oder eben sind abgebrochen. Darauf sollte man achten. Naja, und dann eben, dass alle Klingen dran sind und die Griffschalen fest sind. Ja, das ist so das Übliche. Aber hier ist alles tippitoppi. Auch das wird noch ein bisschen aufbereitet, natürlich sauber gemacht, aufbereitet. Und so, und dann vielleicht mit einem guten Schliff versehen, weil wie man sieht, das ist schon arg. Ja, grob beschliffen worden. Man könnte es sicherlich auch noch polieren lassen. Da gibt es ja dann auch genug Videos, wo man denn so ein Messer nimmt und das am Ende in einem Hochglanz erstrahlt. Aber das ist nicht meine Intention. Das muss nicht perfekt sein. Dieses Messer soll einfach nur funktionieren, um einmal ein Paket aufzuschneiden oder. Also man sieht, professionell geschliffen ist es nicht. Ne? Aber immerhin ist die Klinge in der Gänze erhalten. Die hat doch keine Ausbrüche, ja, an der Schneide. Ja, zumindest nichts Gravierendes und nichts, was man nicht weggeschliffen kriegt. Und ja, das ist schön. Schönes Stück. 3 Euro. Ja, das war's von mir für heute mit Beute heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, auch wenn es ein kleines, kurzes Video war und nur Gequatsche ist. Wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder.